Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TS Classic. Wir sind mit der Class 47 unterwegs. Machen hier mal die Türen auf. Und machen die erstmal betriebsbereit. So, Generalschlüssel einmal umdrehen. Richtungswender nach vorne. Und dann hätte ich auch noch gern das ABS. Warum bist du jetzt nicht engaged? Es ist eigentlich... Ja, mal schauen, ob das ABS dann später noch kommt. Draußen die Lichter. Ja, sind an. Passen. Sehr gut. Und dann sollten wir eigentlich bald mal die Abfahrt hier haben. Was? Nein. Okay, ich wollte nur schauen, ob sie angelegt ist. Und Licht können wir eigentlich wieder ausmachen. Bisschen dunkel, aber passt schon. Warten Sie bis 2 nach 10. Na, ja, nur wenn es sein muss. Bin mal gespannt, ob das diesmal wieder eine bugfreie Fahrt wird. So wie die letzten Male. Das ist ein Träumchen mit dem Spiel. Aber ich bin mal guter Dinge, dass es diesmal klappt. Was machen eigentlich die Leute? Die machen normale Dinge, Gott sei Dank. Mach aber die Türen zu. So, Abfahrt. Nice. Warum kommt er jetzt hier mit den ganzen Belohnungen? Ich bin mit dir doch schon mal gefahren. Wir haben Radschlupf. Das ist nicht so geil. Ah, jetzt bewegen wir uns. Sehr gut. Ist aber recht schnell rauf mit der Leistung. Ah, ist schon eine schöne Lok. Gucken wir uns mal deine schöne Kameraposition. Und das Interface einmal kurz ausblenden für ein Foto. Ich hätte dann gerne noch mal eins von der anderen Seiten. So, ein bisschen mehr Schmack, es darf sein. Ich versuche das auch gerade jetzt mal in 60 FPS aufzunehmen. Es gab ja vor kurzem so ein Leistungspatch, wo sie anscheinend diese Mikroruckler weggenommen haben. Und ab und zu sehe ich da noch einen oder bemerke einen, aber die Frames, muss ich sagen, sind weitestgehend auch bei 60 FPS. Bin mir gar nicht sicher, ob ich jetzt in der Aufnahme das mit drin habe. Also links oben ist bei mir so ein FPS-Counter. Ab und zu ditcht er mal ein bisschen nach unten. Aber die meiste Zeit ist aber 60 FPS. Ja, da schon wieder. Das ist also noch nicht perfekt. Wobei, Stichwort Aufnahme. Ich sollte vielleicht mal ganz kurz in OBS reinschauen. Ja, da läuft alles. So, Maximum Schmack ist. Ah, da drückt der Diesel. Auch nichts Vergleichbares als wie einen geilen Diesel, der man so richtig rostet. Ah, ich freue mich schon so, wenn ich jetzt dann in England bin. Es ist zwar nur für 2 Tage, aber ich freue mich da auf die ganzen Loks, was ich da so sehen werde. Werde auf alle Fälle aufnehmen und mal schauen, vielleicht gehe ich das Jahr nochmal hin, wenn es zeitlich ausgeht.
mal ein bisschen England Railfading machen. Stimmt eigentlich die Bremseinstellung? Ja, yeah, Passenger. Wäre es natürlich ein bisschen spät, das zu überprüfen. So mitten in der Fahrt. Warum gehst du eigentlich immer auf den hinteren Wagen bei der Außenansicht? Könnten eigentlich ein bisschen ohne dem Interface fahren. Fahren wir auf Sicht, weil der nächste Halt ist eh erst in 32 Meilen. Eigentlich wäre es cool, wenn man nur den Tacho da unten ausblenden kann, aber dass ich den Halt oben noch sehe. Das wäre schon irgendwie nice. Und da hinten gibt es Lichtergewitter. Ich bin auch noch gespannt jetzt auf Ende November, Dezember, wenn dann Simrail kommt. Also ich hoffe es kommt. Ich glaube noch wieder keine News. Aber dann werde ich da sicherlich einige Stunden drin verbringen. Aber ich hoffe, sie haben dann stark an der Performance gearbeitet, weil die spielbare Demo, die war ein bisschen meh, was das betrifft. Aber gut, mittlerweile ist schon viel Zeit vergangen. Und ich schaue mir jetzt immer wieder mal den Stellwerksim an. Da bin ich mir noch einmal überlegen, ob ich da ein Video dazu mache, aber es ist halt ziemlich trockene Materie. Gut, das ist in TD2 natürlich auch etwas trocken, aber da sieht man wenigstens ein bisschen mehr als wie im Stellwerksim. Da ist einfach nur das Schaltbild. Ich werde mich generell mal so ein bisschen auf die Suche machen nach Stellwerkssimulatoren, schauen, was es da mal so gibt. Bei TD2 habe ich auch nur deswegen gefunden, weil ich nach Stellwerkssimulatoren gesucht habe. Das Schweizer Stellwerk wäre mal ganz cool. Also Schweizer mechanisches Stellwerk. Das hätte ich echt Bock. Da läuft das auch viel geiler mit den besetzten Melder von den Gleisen her. Moin sehen und tschüss. Da ist schon wieder Mikroruckler. Naja. Ich frag mich, ob dann bei Trainsim World 4 sie den Schritt machen werden auf die Unreal Engine 5. Ist eher unwahrscheinlich, aber wäre schon cool. So, 95 dürfen wir maximal. Haben wir noch ein bisschen hin. Habe ich meine Fotos wieder gemacht. Oh, sind wir noch gar nicht ausprobiert. Funktioniert das Signal mit meiner neuen Einstellung? Ja, sehr gut. Und ich habe den Rail Driver ein bisschen umkonfiguriert. 125 Meilen dürfen wir hier fahren. Ja, da bräuchte man halt einen Intercity dafür. Aber 90 bis 95 Meilen sind ja schon nicht schlecht für so eine Diesel-Lok. Bisschen nervig sind die Mikroruckler ja schon. Wenn ich jetzt aufstehe, knallt es mir dann die Zugsicherung rein? Soll ich wieder Class 45? Nee. Ich muss mir gerade schauen, ob ich das hier anmachen kann. Scheint aber nicht so. Okay, gehen wir wieder einen Platz.
Ironischerweise tue ich tatsächlich gerade Tee trinken. Ich habe heute noch keinen einzigen Kaffee getrunken. Nur Schwarztee, weiß ich. Bin gerade irgendwie in Schwarztee-Feeling. Ist aber auch was Gutes. Könnt ihr eigentlich in die Kommentare reinschreiben, wer von euch trinkt eigentlich auch noch Schwarztee und wer von euch ist auch noch so schlimm und tut da Milch mit rein? Ich weiß, da gibt es eine eigene Fangemeinde für Schwarztee mit Milch, aber ich meine, I admit it, es hat schon seine Daseinsberechtigung, es schmeckt auch ganz okay. Aber ich weiß nicht, der pure Teegeschmack ist bei mir ohne Milch. So. Bisschen mehr Schmack ist. Wie weit haben wir noch? 26 Meilen. Okay. Und ja, gut. Oh, das soll ein Stellwerk sein in England. Also zumindest Multiplayer-Stellwerk Sim kenne ich jetzt bis jetzt nur zwei Spiele. Na, drei davon. Also SimRail, TD2 und Stellwerk Sim. Dann gibt es noch die einzelne Entwicklung, was tatsächlich in England ist, aber das ist mehr so Yard Simulation. Da gab es schon ewig kein Update mehr von dem Typen. Also wenn jemand einen Tipp hat, was ich da mal ausprobieren könnte, schreibt mir das gerne in die Kommentare. Also verkehrstechnisch ganz schön ruhig heute. Wie das, dass 10 Uhr ist? Oder nach 10 jetzt? Guten Tag. Boy, die sind hinter der Linie gewesen. Das ist gefährlich. Da habe ich jetzt gerade einen Grafikglitch gesehen. Da war ein Element beim Masten in der Schwebe. Das wäre eigentlich auch noch was für die Strecke, dass man von der eine modernisierte Version da mal rausbringt mit der Oberleitung. Dürfte, glaube ich, nicht so viel Arbeit sein, nachdem die Hauptstrecke ja so weit steht. Ah, das kostet dann wieder extra. 30 Franken, geht schon. Ja, ein bisschen zu schnell. Da ist ja der Fahrdraht. Oh, ich bin die Strecke schon länger nicht mehr gefahren. Wie weit noch? 21 Meilen. Hält sich aber gut in der Geschwindigkeit. Oh, und ich habe heute gesehen, dass die ersten Wagen von der Pilatusbahn, also von den alten Wagen, abtransportiert worden sind. Ich glaube, einer kommt ins Verkehrshaus, aber da wird erst noch Platz gemacht. Einer ist von einer Privatperson gekauft worden und der dritte wird irgendwo beim Depot abgestellt, wenn ich das jetzt richtig im neuen Kopf habe. Und ein Wagen, glaube ich, bleibt erhalten, mit dem sie dann Sonderfahrten machen und sonst sind es die ganzen neuen Wagen.
bin dann geschaut, dass sie die austauscht haben. Die waren eigentlich noch gut im Schuss. Ich meine, klar, Alter ist ein Argument, aber ich hätte jetzt da nicht den Need gesehen, die auszutauschen. Das gleiche aber der Rigibahn. Die neuen Wagen, die schauen furchtbar aus, finde ich. Die alten hätten es ganz gut getan. Und sind ein Touristenmagnet. Bitte viel schöner. Aber gut, man muss sagen, sie haben ja eine eigene Historikabteilung mit Rigi Historik. Also es ist noch genug altes Zeugs da. Also um 10.31 Uhr soll man da sein. In einer Viertelstunde. Mal schauen, ob ich das schaffe, im Fahrplan zu bleiben. Ja, aber zugtechnisch ist einfach nichts los. Es ist doch nicht realistisch. Oder machen die alle Streik? Und ich bin der Letzte, der noch fährt. Und dann ist es ein historischer Sonderzug. Er wartet jetzt schon wieder hinter der Linie. Nein, nein, nein. Ich hätte ein bisschen Bock in Transium World zu rangieren. Da finde ich schade bei der deutschen Rangierlok, was im Spiel hat. Was war das? V08? Bin mir gerade nicht sicher. Aber die hätte eine Fernsteuerung. Aber das ist leider nicht umgesetzt. Kannst du nicht mit Fernsteuerung fahren. So ähnlich wie dann in. So wie in D-Rail Valley, wenn sie sowas umsetzen würden. Das wäre cool. Stichwort D-Rail Valley. Da bin ich so gespannt auf das neue große Update, wenn es dann kommt. Mit Tag-Nacht-Zyklus, Passagierfahrten, Wettersystem und so. Eigentlich könnte ich auch so mal wieder D-Rail Valley spielen. Macht schon Spaß. Und hey, da ist ja tatsächlich mal ein Zug. Ein alter sogar. Müssen wir da auch eine Sonderfahrt machen? Doppelt. Moin. Da schon wieder. Sind alle ein bisschen lebensmüde da in England. Vielleicht auch noch eine geile Ansicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Nur so ein bisschen. Und was machen hier die Leute? Schon wieder, die spawnen da sogar. Ich glaube, ich werde hier heute keinen Bahnsteig sehen, wo die Leute hier sich sauber vorschriftsmäßig verhalten. Ich finde halt jedes Mal irgendwas, was doof ist in Transient World. Dabei suche ich schon nicht mehr aktiv danach. Ich glaube, ich ignoriere es einfach. Hey, ist der Nächste. War das aber wirklich Oldtimer-Treffen hier, ja? Haben wir da Doppeltraktion. Was sagt eigentlich das Interface? Alles gut soweit.
Naja, kurz vor Paddington, wenn wir dann langsamer werden müssen. Nach wie vor 125. Oh, was ich mal für den Transient World wünschen würde, wäre der nächste Oldtimer. Wäre der alte Gatwick Express mit der Class 83. Das wäre cool. Weil dann hättest eine Diesel-Lok, die auch elektrisch fahren kann. Also die hat ja. Also das macht ja die Lok gerade so universell. Die kann entweder von Third Rail fahren oder halt mit Dieselmotor. Und ich meinte, Network Rail setzt die auch noch ein. Könnte man eigentlich einen TS Classic wieder fahren. Den alten Gatwick Express. Auch wenn ich die London Brighton stecke, schon 5 Millionen Mal gefahren bin. Ja, wobei, wir könnten den eigentlich irgendwo anders fahren lassen als historischen Zug. So quasi. Mal schauen. So, nächster Bahnsteig. Hier hat erstmal keine Leute. Sehr gut. Und moderne Kunst. Bisschen zu schnell. Ich weiß nicht, ob das so aussehen soll. Also ich glaube, die Grafikeinstellungen sind es nicht, weil die sind auf Anschlag. Mal, wann wird es denn langsamer? 2,4 Meilen, 100. Wie viele Kilometer sind es denn? 6 Meilen noch. Ich glaube, jetzt lass das Interface mal an. Knapp ist auch da. Was? Wie hab ich denn das jetzt gemacht? Okay. Ja. Ist bestimmt gewollt, dass das so funktioniert. Da, schon wieder. Der berührt mich ja schon fast. Weiß nicht, war das in Transient World 2 auch schon so? Ich muss vielleicht mal ein altes Video angucken. Oh, aber ich glaube, wir sind echt sehr gut in der Zeit. Freut sich der Fahrplan? Schweizer Pünktlichkeit. Bin stolz auf mich.
2 Meilen. 50 Stundenkilometer. Können wir eigentlich die Leistung wegnehmen. Sparen wir ein bisschen Sprit fürs Unternehmen. Ja, schade, dass hier so wenig los ist bei dem Fahrplan. Auch von der Abstellung her. Wäre cool, wenn sie da ein bisschen was zupflastern würden. Hat vermutlich auch einen Performance-Aspekt. Oi. Doch noch nichts passiert. Was, da rede ich noch davon, dass man hier Sachen abstellen soll und dann steht auch was da. Na komm. Schön sachte Bremsen. Damit die Getränke nicht hin und her fliegen da hinten. Ah, es geht noch links für uns. Und wieder aufladen. Ich dachte, es geht nach links. Oder kommt es erst später? Ah, hier. So, Gleis 3. Nochmal nach links. Oh, die direkte Bremse macht bei dem schweren Zug de facto gar nichts. Aber das reicht. Eine Meile noch. Oh, cool. 28, 31 eigentlich geplante Ankunft. Hä? Und jetzt geht's wieder nach rechts. Was hat sich denn da der FDL gedacht? Jetzt bin ich ja gleich auf der rechten Seite lassen können. Bremst du jetzt so stark? So, da haben wir ABS triggert. Soll's eigentlich. Oder hätte es eigentlich schon müssen. Hm. Ja, also die Gleisführung ist ein bisschen fragwürdig. Vor allem, wenn hier richtig viel los ist, glaube ich, ist das ein bisschen doof, was er da gemacht hat. Perfekt on time. Coole Sache. Nicht so viel bremsen, bitte. Ist doch ein bisschen giftig. Na, nicht anhalten. Komm. Zieht ewig lang nach die Bremse. Okay. London Paddington.
Ja, passt jetzt nicht ganz genau, aber ist okay. Wir schauen mal in den Hintern aus. Ja, der ist ja noch drin. Von daher, alles okay. Gut, machen wir mal die Lichter aus. Fortrichtungswender auf. Hast du eine Ausstellung? Ja, off. Cool. Ja, dann wären wir hier eigentlich fertig. Kann ich mal aussteigen. Eine Tür verwendet. Ja, wow, danke. War eine ganz angenehme Fahrt. Oh, 11:24 Reading. Ja, braucht ein bisschen, bis da wieder was kommt. Da steigen auch ein Haufen Leute aus. Okay, ja, also ich würde sagen, wir sehen uns dann zum nächsten Video. War eine angenehme Fahrt. Mal schauen, was uns da für ein Abenteuer erwartet. Bis dann, das war's mit mir. Abo. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.